Hallo und ganz herzlich willkommen in meiner Papierwerkstatt. Ich bin Birgit von Colorful Paper Art und heute hängt alles wieder an der Challenge 12x12 Zines, die ja von Gudruns Happy Journals ins Leben gerufen wurde. Jeden Monat ist ein Zine zu gestalten. Ein Zine ist ein kleines Faltbuch, was aus nur 8 Seiten besteht, und auch im März soll es wieder ein kleines Büchlein geben. Und die liebe Gudrun hat uns Prompts vorgegeben und im März gibt es unter anderem das Prompt geprägte Papiere. Und da entsteht für mich ein kleines Problem, denn ich habe zwar eine Stanz- und Prägemaschine, wie man hier sieht, die Big Shot von Sizzix, aber ich habe keine Embossing-Folder oder irgendwelche Ausstattung, um prägen zu können. Ich habe bislang damit nur gestanzt. Nun liebe ich ja aber solche Herausforderungen und ich möchte eigentlich immer auch versuchen, mit denjenigen oder mit den Sachen, die ich sozusagen in meinem Arbeitszimmer habe, also mit Bordmitteln, auch das vollbringen können, was da so gefordert wird. Also in diesem Fall geprägte Papiere. Und da ging mein Gedankengang dahin, dass man doch vielleicht aus Plastikschablonen, von denen ich einige hier in meinem Bestand habe, dass man damit vielleicht auch geprägte Papiere herstellen könnte. Und ich habe mich ein wenig schlau gemacht im Internet und habe hier und da mal geschaut. Es gibt auch Damen und Mädchen, die sich daran schon versucht haben. Ich habe mir das alles angesehen, habe selbst ein paar Versuche gemacht und habe ein paar Justierungen noch vorgenommen und wäre jetzt bereit, das mal zu zeigen, wie man aus diesen Plastikschablonen, diesen ganz einfachen, auch geprägte Papiere zaubern kann. Gleichzeitig soll es aber auch noch eine Art kleiner Action Haul sein, eine Premiere für mich. Ich weiß, dass diese Hauls geliebt werden. Ich selber bin, was Action angeht, noch ein absoluter Neuling. Ich habe bisher immer mit meinen eigenen Papieren gearbeitet, hatte meine Farben, hatte meine Schablonen und Stempel und bin jetzt eigentlich vor 4 Wochen das erste Mal dort gewesen. Betrachte die Sache auch etwas zwiegespalten. Ich denke, es gibt einige Sachen, die man sehr gut verwenden kann. Einige sind für mich weniger interessant. Aber ich habe mir ein bisschen was gekauft, insbesondere Papiere, die ich hier gerne für diesen Prägeversuch nutzen möchte. Und noch ein paar andere kleine Dinge. Und die Sachen stelle ich euch bei der Gelegenheit gleich vor. Ja, ich hoffe, das ist interessant für euch und möchte jetzt auch gleich loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere für euch mitnehmen und verwerten. Bis gleich also. Zunächst schauen wir mal auf das Material, was wir benötigen. Und da beginne ich mal mit dem Papier. Ich habe jetzt hier zur Probe ein Papier von Action. Das nennt sich Hobbykarton. Ich kann auch mal eben zeigen, wie das aussieht. Also das ist so eine Verpackung mit, ich glaube, 40 unterschiedlich gefärbten Kartonabschnitten. Und das ist ein leichter Karton, fast schon papierartig. Also nicht besonders stabil, aber ich denke zum Prägen sehr gut geeignet. Das Ganze kostet 1,12 Euro und ist damit ja auch sehr erschwinglich. Also das wird, darauf wird eine Probe gemacht werden. Dann habe ich hier auch von Action den Cardstock. Der kommt auf einem Block daher. Das ist hier der, den ich hier habe. 24 Blatt. Teilweise, oh Gott, gar nicht so einfach hier. Teilweise in weiß, teilweise in gelblich. Auf der einen Seite ein bisschen vorgeprägt, auf der Rückseite dann glatt. Und den gibt es auch in farbig. Also wenn wir hier mal so rauf gucken. Oh Gott, also es ist ja wirklich schwierig hier. Dann sieht man, dass der hier auch in verschiedenen Farben erhältlich ist. Und
Dieser Block kostet dann 1,88 Euro. Also das ist alles wirklich unschlagbar preiswert und deswegen auch so gut zum Ausprobieren gedacht oder geeignet. Ja, ich habe das hier kaputt geschnitten, einmal in zwei Teile, weil ich auch zwei verschiedene Schablonen dafür benutzen möchte. Dann möchte ich gerne experimentieren. Da habe ich hier ein kaffeegefärbtes Papier. Das dürfte ein einfaches Zeichenpapier sein, also ein Zeichenblock, wie man ihn im Schreibwarenhandel bekommt. Also Zeichenblock, nicht Malblock. Ich habe festgestellt, dass die Malblöcke noch dünneres Papier haben als die Zeichenblöcke. Und die Zeichenblöcke liegen so bei, was weiß ich, 100, 120 Gramm pro Quadratmeter. Das geht schon ganz gut. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Dann habe ich hier, ihr wisst ja, dass ich gerne am Up- und Recyceln bin. Hier habe ich also einen Kniffelblock für Kinder, den meine Enkeltochter nicht mehr braucht, weil sie inzwischen Zahlen beherrscht. Und da nehme ich die Rückseite für Versuche mit der Jellyplate. Und hier ist so ein Versuch, so ein grünes Blatt. Und auch da könnte man mal sehen, wie das geprägt aussieht. Dann habe ich hier noch sehr einfaches Packpapier. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das ist ja nicht so ganz stabil, aber ich probiere es einfach mal aus. Und dann immer wieder mein Aufruf, alles, was nicht so toll geworden ist, nicht wegwerfen. Das ist Papier und das ist Farbe und das kann man auch immer noch mal wieder für was anderes gebrauchen. Und hier habe ich also ein sehr, sehr dünnes Aquarellpapier. Das war wohl ein Aquarell-Skizzenblock, denke ich mal. Und da hatte ich so ein bisschen was gestempelt und so ein bisschen Farbe drauf gebracht. War nichts geworden, aber vielleicht sieht es hier, dieser Bereich ja geprägt, ganz gut aus. Also das sind so meine ersten Ideen, was das Papier angeht. Und dann kommen wir mal zu den Schablonen. Da habe ich jetzt hier verschiedene und zwar habe ich diese mal über Amazon bestellt. Ich versuche das mal hier so ein bisschen zu sortieren. Die haben ja unterschiedliche Größen. Mit denen würde ich jetzt gerne Versuche machen. Ich habe schon vorher Versuche gemacht, so viel sei mal gesagt. Und habe festgestellt, dass solche sehr luftigen Schablonen sich nicht so gut eignen, weil komischerweise da die Mitte sich nicht gut prägt. Das ist denn hier alles so ein bisschen lose und das kommt nicht so gut raus. Also wenn ihr eure Schablonen auswählt, dann achtet vielleicht auch da ein bisschen drauf. Ansonsten sind das ganz, ganz einfache Schablonen, die sind sehr preiswert im Satz zu bestellen. Also so ein Satz von 12 Stück oder so irgendwie für ein paar Euro. Ich verlinke euch das auch in den Beschreibungen, dann findet ihr das ein bisschen leichter. Und ich denke, diese drei Schablonen könnten sich ganz gut eignen, weil sie die entsprechende Stabilität auch haben. Mal sehen. Dann habe ich hier ein etwas kleinere Exemplare, die ich auch interessant finde. Auch hier ist wieder eine gute Stabilität und auch ein schönes Muster, so ein bisschen was Royales, fast wie so ein Tapetenmuster, kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder hier so ein Pünktchenmuster, was auch ganz attraktiv sein könnte. Und jetzt gibt es ja auch beim Action immer mal wieder Schablonen. Also diese hier. Es waren 6 Stück mit Buchstaben und Zahlen, kosteten um 1 Euro herum, glaube ich, ja, höchstens. Und probieren wir einfach mal aus, wie sich das so macht. Das ist also erstmal das Grundmaterial. Dann arbeite ich mit einer Big Shot von Sissix. Das ist das, was ich mir mal gekauft habe. Es gibt ja, wie gesagt, auch schon andere Tutorials zu diesem Thema, die variieren alle so ein kleines bisschen und es gibt eben auch ein ganz brauchbares, finde ich, von Pandelina Crafting. Die arbeitet mit einer Action-Stanzmaschine. Da ist der Aufbau jetzt aber auch wieder ein bisschen anders als den ich hier empfehle. Das ist ja klar, weil es eben halt ein anderes Fabrikat ist. Aber wir gucken jetzt erstmal, was ich jetzt hier verwende. Wir fangen mal mit der Silikonmatte an.
Die wird ja vertrieben, auch von Sizzix, soweit ich weiß, für sehr viel Geld. Dieses hier ist eine, die ich beim Action ergattert habe. Die ist fürs Backen gedacht und kostet 2,99. Da kann man sich sogar noch mehrere draus schneiden. Die ist also ein Bestandteil des Aufbaus. Zusätzlich zu der Silikonmatte benötige ich noch für den Aufbau zwei solche Plastikmatten, will ich es mal nennen. Und zwar sind das Schneidematten, die man auch im Handel bekommt, anstelle von so Schneidebrettchen für die Küche. Die sind also dafür gedacht, dass man Gemüse oder Brot darauf schneidet. Hier sieht man es noch, hier ist so eine Möhre aufgedruckt. Und die sind sehr, sehr dünn, biegsam, sind ein bisschen klebrig auf einer Seite, was dazu führt, dass sie hier ständig Fusseln drauf sind. Das ist natürlich ein Nachteil. Also vor dem Anfang immer so ein bisschen mal einmal mit einem feuchten, glatten Tuch drüber gehen, weil die wirklich von unten alles aufnehmen, was noch so auf dem Tisch ist. Und so ganz hundertprozentig clean kriegt man das ja nie. Ja, und wer sowas nicht findet, obwohl das gibt es im Moment überall. Ich habe auch letztens ein Messerset gekauft, da lag sowas noch als Beigabe bei. Aber wer das nicht hat, kann auch so zum Beispiel ein so dünnes Tischset nehmen aus Plastik, aus diesem biegsamen Plastikmaterial. Das geht auch. Damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Und ich fange mal an zu zeigen, wie jetzt der optimale, für mich optimale Aufbau für das Prägen mit diesen Plastikschablonen aussieht. Dieses hier ist für mich der optimale Aufbau, wenn man mit der Big Shot und Plastikschablonen prägen möchte. Also das ist meine Erfahrung. Das kann natürlich vielleicht ein bisschen variieren. Experimentieren und ausprobieren ist immer erlaubt und gern gesehen. Aber ich habe es trotzdem mal hier aufgeschrieben, und wer jetzt das sich ja nicht aufschreiben möchte, so, dann kann sich ja vielleicht ein Screenshot machen hier von der Liste, so dass man das vielleicht, wenn man mal selber ausprobieren will, auch ein bisschen leichter hat, das nachzuvollziehen. Also, wir beginnen jetzt mit der Grundplatte. Das ist diese dicke Platte, die man ja eigentlich immer benutzt. Und nach meiner Liste kommt jetzt die rote Adapterplatte. Es gibt zwei in der Grundausstattung, die grüne und die rote. Die rote ist wesentlich dünner. Das ist also diese hier. Und das ist, die hier nennt sich Adapterplatte B. Die kommt auf die Grundplatte. Als nächstes kommt eine Plexiglasplatte. Davon gibt es immer zwei in der Grundausstattung. Und dann die erste dünne Schneidematte, die ich mir ja schon so in etwa größenmäßig zurechtgeschnitten habe. Also da nehmen wir mal lieber die glatte Seite, weil die nicht so viel Fusseln aufnimmt. Und auf diese Schneideplatte oder Schneidematte, auf dieses Material kommt jetzt die Silikonbackmatte. Die können natürlich alle so ein bisschen in der Stärke sich unterscheiden. Dieses ist jetzt nicht die von Action, sondern das ist eine, die habe ich mir schon vorher mal zugeschnitten. Möglicherweise ist die von Action ein klein wenig dicker. Das würde dann bedeuten, dass ihr dann vielleicht eine von diesen beiden Matten weglasst. Also wie gesagt, probiert ein bisschen aus, dann kommt ihr auch schnell dahinter, was bei euch am besten funktioniert. So, auf diese Silikonmatte kommt jetzt das Papier. Und das ist das, was ich jetzt für mich selbst rausgefunden habe und was ich so in keinem anderen der Videos gesehen habe, die ich mir angeguckt habe. Ich feuchte das Papier jetzt ein wenig an. Es muss nicht sehr nass sein, aber so gleichmäßig angefeuchtet werden. Das saugt sich dann ein bisschen mit dem Wasser voll. Das verteilt sich durch die Papierfasern ziemlich schnell. Ich sehe schon, das ist jetzt das Actionpapier. Ja, ich hoffe, dass es sich nicht auflöst. Das ist jetzt auch für mich ein spannender Moment, weil ich das mit dem noch nicht probiert habe. Ja, und dann lege ich eine
eine Schablone auf. Wie man sie jetzt auflegt, ist jetzt hier ziemlich egal. Sie ist ja etwas größer als das Papier. Und dann kommt die nächste Schneidematte. Da nehme ich jetzt wieder die nicht klebende Seite nach unten, auch wegen der Fusseln. Und dann zum Schluss kommt die Plexiglasplatte. Und so wird das Sandwich jetzt in die Stanzmaschine geschoben. Hier haben wir sie nun, die Big Shot. Und ich habe damals, in so einem Anfall von nicht richtigen Nachdenkens mir die Größe gekauft, was Blödsinn ist. Also wenn ihr sowas euch überlegt, dann kauft euch lieber eine kleinere. Ich habe dieses große Format noch nie ausgenutzt, aber sie ist sehr sperrig. Ich würde mir heute also höchstens eine halb so große kaufen, wenn überhaupt. Ja, und dann wird die ganze Geschichte nach bewährter Art und Weise hier durchgeschoben. Und ich rolle oder schiebe hier nach, je nachdem, wie ich meine, 2 oder 3 Mal. Also je öfter man das macht, desto stärker wird natürlich auch der Abdruck. So, jetzt wackelt das bestimmt ein bisschen, weil ich gleichzeitig gegen das Stativ komme. Wir schauen jetzt mal nach, was jetzt passiert ist, nach 2-mal Prägen. Ja, ich öffne mal das Sandwich. Und da fällt mir auch schon alles entgegen. Und man sieht, das Wasser ist schon auf dem Weg, sich zu verziehen. Und wir haben doch eine sehr, sehr schöne Prägung hier. Ich hebe das mal an, ganz vorsichtig, dass wir vielleicht ein bisschen besser sehen, was da passiert ist. Das finde ich super. Sehr brauchbar. Und wir können auch mal auf die Rückseite gucken, wie sich das da darstellt. Und auch da haben wir eine ganz ordentliche Prägung erhalten. So, und nun lege ich dieses restfeuchte Papier und der schwere Bücher oder in schwere Bücher rein und lasse es dort trocknen. Und die Prägung verschwindet dadurch nicht, weil der Druck ja gleichmäßig ist. Die bleibt schön erhalten. Und so haben wir schon ein Papierchen, was man sehr gut weiterverwenden kann. Und in diesem Stil drehe ich jetzt nochmal die verschiedenen anderen Papiere und die verschiedenen anderen Schablonen durch, sodass wir dann mal sehen können, was da im Einzelnen passiert. Die Papiere sind mittlerweile getrocknet und jetzt können wir mal gemeinsam auf die Ergebnisse schauen. Ich habe die Kamera ein bisschen näher rangeholt an das Papier, damit man mehr erkennen kann. Und hier ist der Bastelkarton vom Action. Und ich muss sagen, das ist eine wunderbare Qualität für diese Prägeversuche. Das Papier ist ziemlich weich und nicht ganz starr und das lässt sich also super gut prägen. Es war ja angefeuchtet worden und die Abdrücke erscheinen ganz, ganz klar. Das ist die Rückseite, auch die ist noch sehr gut zu erkennen. Und ja, was ich festgestellt habe, man kann sogar über diese Prägung bügeln. Die erhalten sich trotzdem und wenn man nun meint, das Papier ist nicht glatt genug, dann kann man auch noch mal vorsichtig mit dem Bügeleisen drüber gehen. Das wäre noch so ein Tipp. War bei diesem Papier aber gar nicht notwendig, weil das eigentlich sehr schön trocken geworden ist. Hier kommt jetzt der Action Cardstock, den es ja in diesen beigefarben und weißfarbenen Block. Das war jetzt diese beigefarbene Geschichte. Und auch hier ist der Abdruck sehr schön geworden, finde ich. Auch auf der Rückseite noch zu sehen. Ich habe jetzt hier die glatte Seite geprägt. Und die Rückseite ist ja jetzt diese schon etwas strukturierte Seite geworden. Ja, auch damit bin ich sehr zufrieden. Auch das ist anwendbar. Was man vielleicht oder was ich jetzt vielleicht bei der ganzen Sache mir so überlegt habe, ist oder was mir aufgefallen ist, ist, dass je dünner und je weicher das Papier ist, desto weniger Wasser wird benötigt. Also diese etwas stärkeren Papiere, die dürfen ruhig ein bisschen feuchter sein. Und vielleicht sollte man auch ruhig 3 oder 4 Mal durchrollen und kriegt dann noch etwas bessere Abdrücke. Vielleicht auch noch mit etwas mehr Druck arbeiten, vielleicht noch eine Lage Papier dazwischen legen, sodass der Druck sich noch erhöht. Aber insgesamt finde ich, ist das ein sehr ordentliches Ergebnis, was auch zu gebrauchen ist. Und dies hier ist nochmal der Cardstock von Action, kombiniert mit der Schablone vom Action, diese Alphabet
Schablone. Das ist auch sehr okay. Allerdings sieht man schon, dass an einigen Stellen doch die Abdrücke etwas schwächer geworden sind, zur Mitte hin wieder. Auch da würde ich denken, etwas mehr Wasser wäre gut und vielleicht auch den Druck noch ein bisschen erhöhen und auch dann wird das sehr, sehr schön. Ich denke aber, dass je stärker das Papier wird, desto schwieriger wird es mit diesen Plastikschablonen, einfach weil die auch nicht genügend Stärke haben. Die sind ja nur ganz, ganz flach und dadurch wird es natürlich schwierig, da denn einen durchgehenden Abdruck zu erzielen, so würde ich das mal sagen. Hier ist aber auf der Rückseite auch noch ein bisschen zu erkennen. Man sieht aber, das wird immer weniger. In bestimmten Bereichen ist fast gar nichts mehr zu erkennen. Hier haben wir jetzt dieses verunglückte Zeichenblatt. Also das war ja ein Aquarell-Sketchblatt, auch sehr leicht, aber doch schon ganz schön, also stabiler jetzt als Kopierpapier zum Beispiel. Und das hat sehr, sehr schöne Abdrücke gegeben, finde ich. Und auch mit dieser Vorfärbung macht sich das sehr gut. Nun war ja hier drauf Aquarellfarbe. Und dann ist das ja immer so eine Sache mit dem Anfeuchten. Wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel drüber gehe, dann laufe ich Gefahr, dass mir alles verwischt. Also habe ich folgenden Trick angewendet. Ich habe das Papier von hinten befeuchtet. Dann habe ich es umgedreht, habe wieder alles draufgepackt, wie es sein soll und habe dann den Prägedurchgang gemacht. Und als ich das rausgezogen habe, sah das dann so aus. Sehr schön, finde ich. Die Schablone war natürlich mit Farbe versetzt, weil sich doch ein wenig hier angelöst hat. Aber das kann man ganz leicht abwischen. Das ist nicht weiter schlimm. Und hier haben wir nochmal die gleiche Qualität mit dieser Schablone, die so etwas wie so eine Holzmaserungsstruktur hat. Und auch das finde ich in Ordnung. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Liebling, zu dieser, wie ich ja finde, etwas royalen Schablone mit diesen kleinen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mit diesen kleinen Ornamenten. Und hier auf dem Jelly-Druck ist das super gut rausgekommen. Es ist ja recht dünnes Papier, das ich auch noch angefeuchtet habe. Und der Druck ist klasse. Also man sieht, es ist je dünner das Papier, desto besser prägt es sich mit diesen Schablonen. Das kann man schon mal so sagen. Das ist eine Prägung, die ich schon vorher gemacht habe. Aquarellpapier, aber in dünnerer Art. Und auch das lässt sich sehr, sehr gut prägen. Ich habe auch ein paar Versuche mit Farbe gemacht, die mir auch ganz gut gefallen. Also die Schablone noch auf dem Papier gelassen, auf dem feuchten Papier und ein bisschen Farbe drauf verteilt. Und ich finde auch, das gibt ganz schöne Effekte. Jetzt kommen noch so ein paar royale Drucke. Und dieser hier, ich finde, der ist auch total süß irgendwie. Da könnte ich mir einen Tag auch sehr schön vorstellen aus diesem Material. Oder eben halt so ein Segment, was man in eine Collage mit reinklebt. Eine Karte, wo man einen Streifen mit reinkleben könnte. Also ganz viele Möglichkeiten. Und auch dieses Packpapier hat mich total erstaunt, weil, um noch einmal zurückzukommen, hier habe ich übrigens kein Wasser mehr verwendet. Das habe ich jetzt einfach trocken geprägt und auch das ist schön geworden. Das ist ein Briefpapier, von dem ich noch Reste hatte. So ein hochwertiges Briefpapier. Ja, und das hat sich ohne Wasser super gut prägen lassen. Also man kann ruhig sparsam mit Wasser sein, wenn das Papier dünn ist. Und hier habe ich noch mit Wasser gearbeitet bei dem Packpapier. Auch das ist ja sehr dünn. Und auch unter Wasser immer so ein bisschen wird es ja leicht brüchig und reißt leicht. Aber das hat gut geklappt hier. Ich würde es aber beim nächsten Mal auch ohne Wasser versuchen. Und der Abdruck fasziniert mich total. Ich finde den wunderschön in dieser Einfachheit und Schlichtheit. Und da lässt sich auch toll was draus machen. Ein Cover könnte ich mir vorstellen für ein Mini-Journal. Sowas in der Art. Oder auch für die Innenseite des Covers vom Journal. Da sieht sowas ja super edel aus. Und ich habe noch mehr solche Schablonen, die eben so eine Art wie Tapetenmuster fest haben. Und da würde ich auch noch gerne weiter experimentieren. Und nun noch ein Versuch, der mich total verblüfft hat. Mein geliebtes Butterbrotpapier, was ich ja so gerne verwende. Auch das lässt sich prägen. Und sogar sehr gut. Und dieses habe ich jetzt trocken geprägt. Und das hat gut geklappt. Dieses habe ich nass geprägt.
Das hat auch gut geklappt, aber das Papier ist etwas unruhig aufgetrocknet. Das merkt man auch schon beim Anfeuchten, das wird sofort kraus und man hat ein bisschen Mühe, das glatt unter die Platten zu bekommen. Und wenn es dann trocken ist, dann ja, kräuselt es sich. Ich bin nochmal mit einem Bügeleisen drüber und habe das auch noch etwas glatter gekriegt, aber insgesamt ist es eben, ja, wie soll ich mal sagen, unruhiger, würde ich sagen, als diese glatte Seite. Das war ein interessantes Experiment. Es hat sogar geklappt. Also es ist möglich, mit Plastikschablonen zu prägen und man braucht nicht unbedingt ein Embossing-Folder oder anderes teures Equipment. Und ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Inspiration geben. Vielleicht nicht nur dafür, die Stanzmaschine ein wenig artfremd zu gebrauchen, sondern überhaupt mal zu gucken, was habe ich so im Schrank, wie kann ich das kombinieren und da wieder neue Möglichkeiten des kreativen Tuns zu finden. Ja, danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche einen angenehmen weiteren März, einen schönen Frühling und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im kommenden Tutorial. Bis dahin alles Liebe und passt gut auf euch auf. Eure Birgit.